Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Lars und herzlich willkommen zu einem neuen Lesestapel-Comic-Sammlung-Video von mir. So, ihr habt ja den Megakauf mitgekriegt und seitdem ist wieder ein bisschen was passiert, beziehungsweise hatte ich vorher auch schon noch ein paar Sachen bestellt, die dann allerdings erst später eingetroffen sind. Da habe ich jetzt ein bisschen gesammelt und wollte ich es jetzt gerne nochmal vorstellen, was ich mir dann noch alles so ergattern konnte. Fangen wir mal wieder mit Marvel an, das ist wieder ein bisschen weniger als DC. Und zwar habe ich mir den ersten Band Moon Knight geholt. Der soll ja richtig gut sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kam leider noch nicht dazu, das zu lesen. Ja, mal schauen. Ein paar Sachen hiervon habe ich schon gelesen, aber die wenigsten, sage ich mal. Dann Deadpool, Night of the Living Deadpool. So eine kleine Parodie auf die alten Zombie-Filme. Bin ich gespannt drauf. Großer Deadpool-Fan und Zombies sowieso und kann eigentlich nur gut werden. Ja. Dann Old Man Logan habe ich mir geholt in Voraussicht, dass der neue Wolverine-Film wird ja auch Old Man Logan. Und der hier soll halt richtig gut sein. Ich wollte es halt unbedingt vorher gelesen haben, bevor ich mir den Film mal angucke. Und muss ich noch eintüten, sehe ich gerade. Genau wie hier die zwei. Und zwar sind das die Uncanny X-Men 1 und 2. Habe ich auch nur Gutes bisher von gehört. Bin ich auch gespannt drauf, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal zu drei Sachen, die ich schon gelesen habe. Und zwar das erste Star Wars Heft. Und zwar in der Comic Shop Ausgabe. Leider nicht so ein schönes Variant wie der André. Bin ich auch sehr neidisch drauf. Aber die Story ist gut, gefällt mir sehr gut. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. So, dann weiterhin. Iron Man Thor. Habe ich mir dasselbe Variant geholt wie der André, weil das einfach, das fand ich einfach am schönsten oder am coolsten. Beide Storys gefallen mir sehr gut. Ich bin allerdings einer, ich habe Axis nicht gelesen. Von daher kann ich auch sagen, dass die Storys auch Sinn ergeben, wenn man es nicht gelesen hat. Meine Meinung auch auf jeden Fall. Dann der Tod von Wolverine 2. Hier blendet irgendwie das Licht so ein bisschen. Scheiße. Ja, so sieht man es vielleicht. Ich finde die normalen Cover, die sehen so genial aus mit diesem Silbereffekt und das ganze Glänzen. Das finde ich richtig geil. So, das war's dann erstmal wieder zu Marvel. Machen wir mit DC weiter. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich den schon mal vorgestellt hatte. Ich muss mir auch mal so einen separaten Lesestapel anschaffen, weil ich sortiere die Dinger direkt immer ein und scheint nicht ganz so viel Sinn zu machen. Und zwar hatte ich einmal den Green Lantern Sinestro Corps War. Oh, falsch rum. So. Ja. Weil ich ja bald mal mit der Green Lantern Reihe anfangen wollte, habe ich mir den schon mal gesichert. Dann weiter Green Lantern Rebirth. Ja. Muss ich auch davor noch lesen. So, dann bin ich gerade so als Gute-Nacht-Lektüre am Lesen, den Green Arrow Megaband 2. Gefällt mir sehr gut. Die Zeichnungen sind sehr cool. Also jetzt nicht, was man so gewohnt ist, sondern ja, so ein bisschen, keine Ahnung, André würde es vielleicht independent-mäßig sagen. Ich finde es ziemlich cool auf jeden Fall. Ist noch ein anderer Stil, also gefällt mir sehr gut. Den bin ich jetzt so, ja, immer so ein paar Seiten, wenn ich ins Bett gehe, lese ich den. So, dann habe ich noch unausgepackt Superman, Batman, Supergirl. Da habe ich mir auch nur aufgrund der Zeichnungen geholt. Ach komm, ich packe den mal schnell aus für euch. Hat der André ja auch schon mal separat vorgestellt. Für diejenigen, die es verpasst haben sollten, sind halt sehr geile Zeichnungen drin. Ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir das geholt habe, weil es einfach sah mega aus und ja, werde ich viel Spaß mit haben, denke ich. So, dann auf Geheiß vom Sinus und vom André habe ich mir jetzt noch den Creech Sammelband geholt, auch aus den 90ern. Und zwar einfach nur, weil das von Greg Capullo gezeichnet ist, der ja auch die Batman-Reihe, die Anfangs-Batman-Reihe gezeichnet hat, also mit Rat der Eulen, Stadt der Eulen etc. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ist, glaube ich, die komplette Serie. Drei Bände gesammelt in einem. Macht Spaß, glaube ich. So. Dann endlich. Sorry. Endlich Multiversity. Bin ich schon so gespannt drauf. Ich glaube, den muss ich echt mal vorziehen zum Lesen.
noch nicht eingetütet. Mein Gott, was ist denn da los? Ja. So. Dann, wo ich mich auch sehr drauf freue, Swamp Thing, der 1. Ich finde hier das Format ziemlich geil, weil das so ein dickes Papppapier ist mit so einem Umschlag. Zwar nichts hier drin, aber ziemlich cool gemacht. Freut mich, wenn die so ein bisschen hochwertiger gemacht sind. Da hat man das Gefühl, man hätte ein bisschen was in der Hand, ja, finde ich gut. Ja, freue ich mich drauf. So, parallel dazu habe ich noch Aquaman 2, 3 und 4. Eins habe ich ja schon gelesen, eins fand ich mega gut, deswegen bin ich auch auf Hidi-Bände gespannt. So, dann ist auch endlich angekommen. Der galt ja bei mir in der Sendung als verschollen, und zwar Superman Erde 1, Band 2. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Der erste war richtig gut. So, dann habe ich mir geholt die Flashpoint Monster Edition. Ja. Habe ich gesehen, da ist ein Autogramm drauf von Rex Morales. Wusste ich vorher gar nicht. Freut mich natürlich umso mehr. Finde ich gut. So, dann habe ich noch zwei Megabände im Angebot. Und zwar wäre das einmal Red Hood und die Outlaws Band 1. Ja. Ja, freue ich mich drauf. Red Hood sowieso und Arsenal ist auch dabei. Freue ich mich auch drauf. Ziemlich cool. Dann empfohlen bekommen vom guten Cold habe ich hier den Hawkman Megaband 1. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe schon viel gelesen, dass der New 52 Hawkman nicht mehr so gut ist wie der alte. Gut, muss ich mir selbst ein Bild von machen. Aber ich freue mich drauf. Ja, ja, das wäre es soweit von mir erstmal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, gebt uns ein Abo, schreibt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ein paar Comics von den Comics selber, und wie ihr sie findet, könnt ihr einfach mal drunter schreiben, gell? Dann haut da rein.